Und dann bringe ich hier eins an. Und dort unten. Dann kann ich das nämlich schon mal hochnehmen. So. So. Jetzt ziehen wir das Ganze nach oben. Auf diese Werkzeugkiste drauf. Und machen das hier unten ab. Klettern hinauf und schwingen uns hinüber. Bringen hier eins an. Und hier drüben. Und dann kann es nämlich nicht aus so weit runterfallen. Wenn wir jetzt hier eine Doppelschnur haben. Hier und da. So. Es kann nur rechts, ganz rechts runterfallen. Und das wäre fatal. Wenn wir es jetzt loslassen, wäre das echt fatal. Komm, Jani, das schaffst du. Du bist stark. Geh doch. So, jetzt bringen wir das hier. Halt. Das muss dranbleiben. Das muss dranbleiben. So. Hüpf. Bringen wir das da an und das hier. Und dann können wir dort oben nämlich dieses Geheimnis holen. Wenn da überhaupt ein Geheimnis versteckt ist. Was ich hoffe. Ha, sag ich doch. Oh, aber. Ach nö, jetzt muss ich hier noch weiter schieben. Aber das geht. Das geht gut. Machen wir das so und so und dann ziehen wir hier den Karren rüber. Wir haben ja noch genug Schnur. So. Zack. Kommen wir da drüben auch raus? Nee, was ist da oben? Grüne Farbe. Mehr nicht. Das ist nur Szenerie. Szenerie. Moment, wenn ich das Ding jetzt hier runterlasse, fällt es genau dorthin, wo ich es brauche. Perfekt. Das heißt, ich kann es da drauf schieben. Und dann die Schnur losmachen. Nein, nicht springen, Jani. Depp. Ich hätte den Karton gar nicht gebraucht. Ich hätte einfach springen können. Nee, ich hätte den Karton schon gebraucht. Nach drüben kann ich dann springen. Das geht nicht. Okay, gut. Ja. Nevermind. Vergesst, was ich gesagt habe. Bleibt der Karton jetzt da liegen? So. Ich schiebe einfach dahin und schiebe dann runter. Das ist die einfache Methode. So. Und dann mache ich noch kurz hier die Schnur ab. Und nehme den hier mit runter. Nein! Ah, zum Glück ist da eine Schnur gespannt. Zum Glück habe ich da noch die Schnur gespannt. So. Ich lasse die Schnur einfach mal da dran hängen. Ich hoffe, dass wir jetzt gleich einen Wollknäuel bekommen. Bekommen wir. Sehr schön. Wir sind in einer alten Scheune drin. Mit schönen alten Motorrädern. Was sage ich denn? Autos, ein VW Käfer oder so steht da links. Kein Motorrad. Da unten ist bestimmt ein Geheimnis, wenn man da entlang laufen kann. Maybe, baby. Ja, da ist ein Geheimnis. Aber da komme ich noch mit hin, da brauche ich irgendwas. Irgendetwas benötige ich. So ein Stein, kann ich so einen Stein mitnehmen? Nee. Okay, dann schauen wir mal, was sich dort oben so... was sich dort oben so versteckt hat, was wir nutzen können als Aufstiegshilfe. Aber ich glaube, da versteckt sich nichts. Holen wir mal kurz hier so den Wolkenmäul. Ah, Mist! Zum Glück noch abgefangen. Wir müssen uns da rumschwingen, von hier aus. Und dann an die Lampe dran. Ah, und dann können wir dort oben nämlich auf der anderen Seite die Farbdosen holen, die wir vorhin gesehen haben. Und die als Aufstiegshilfe nutzen. Los, Jani, schieb! Bruchpilot. Und hinüberschwingen und die Dose holen. Dankeschön.
Endlich ein weiteres Geheimnis. Ein weiteres Geheimnis. Das ist sehr gut. Denn ohne Geheimnisse wäre das Leben nur allzu schön. Warum auch immer. Jetzt können wir den regulären Weg weitergehen. Der, glaube ich, hier oben ist, oder? Einmal durch dieses Heuberg-Dings durch. Und dann... Oh, okay. So geht es. Ich habe gedacht, wir müssen was anderes machen. Oh. Okay. Wagemutig loslassen. Geschafft. Erfolgreich abgeseilt. Ah, da ist das neue Wollknäuel-Dings. Was haben wir hier? Oi. Da geht's in den Brunnen. Sehr schön. Nein! Oh, Geheimnis gefunden. Haha. Das wollte ich gar nicht. Also, ich wollte schon noch darunter. Aber ich wollte jetzt nicht so instant ein Geheimnis finden. Und jetzt müssen wir uns irgendwie nach da oben schleudern und den Eimer hochholen. Also, ich mach das erstmal los hier. Und bring eins hier an. Und eins da drüben. Und wir müssen ein bisschen Schnur sparen, denke ich mal. Und dann können wir da uns dranhängen. So. Und den Eimer holen. Und jetzt? Ah, okay. So, der löst sich. Der ist verrostet. Den benötigen wir, um irgendwo hochzusteigen. Och nee, nicht noch mehr Krähen. Ah, wie soll das gehen? Ah, in den Eimer rein. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll gewesen. Och nö, jetzt müssen wir wieder das ganze Ding nochmal neu machen. Na gut. Bringen wir aber gleich mal hier eins an. Und ziehen das Ganze hier rüber. Komm. Nun mit dem Eimer hoch. Hallo, Nami, festhalten. In den Eimer hinein. Ja, warum nicht gleich so? Na toll. So, besser. Es ist blöd, wenn er auf der rechten Seite geöffnet ist. So. Oh, da kommt schon die erste! Da kommt schon die erste! Sag mal. Aha. Oder ich mach das einfach so. Ich mach das einfach so. So geht's natürlich auch. Ja, nee, die Schildkröte. So können wir einfach weiterlaufen. So kann uns keine Krähe was anhaben. Sehr schön. Aber wie kommen wir jetzt wieder raus? Ah, okay, gut. Ups. Ich bin hier fast blindlings in die Brühe gesprungen. Vorsichtig, nicht, dass das Eis bricht. Oh, da ist ein Geheimnis da drin. Das ist ein Geheimnis, oder? Da ist so eine Blume eingefroren. Ups. Nein, Jani, Jani, Jani. Jani, nicht ertrinken. Ach, nö. Mist. Okay, dann muss ich erstmal schauen, dass ich dort oben was befestigen kann. Ne, Moment. Doch. Ne, ich muss da drüben hoch. Irgendwie hier. Kann ich da hochklettern an einem Baum? Den Eimer kann ich nicht mitnehmen. Ne, das geht nicht. Was muss ich hier machen? Wenn ich das einfach kaputt mache. Komm, 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 komm. Schnell ans Ufer. Och nö, jetzt geht er schon wieder unter. Gut, dann lasse ich das erstmal hier so beiseite und schaue, ob ich von dort irgendwie dran komme. Wenn ich... Ja, wenn ich was mache... Oh, das ist ein Hund. Moment, was mache ich falsch? Was übersehe ich hier? Da oben ist ein Knoten, den habe ich schon gesehen. Aber hier kann ich nichts machen.
Und einen Eimer kann ich auch noch mitnehmen. Oder? Wenn ich hier zurücklaufe, kommen nur wieder die Krähen. Das möchte ich natürlich, ne? Dass hier die Krähen wiederkommen. Hm. Irgendwie, wenn ich da das Eis breche, schießt dann das Teil nach oben? Es bleibt im Wasser. Nein! Okay, jetzt stirbt Jani schon wieder. Verdammt. Jetzt bin ich hier und toll. Ich glaube, jetzt habe ich verkackt und komme nie an das... ja, und das Eis ist komplett weg. Mist. Ich hätte das wahrscheinlich rausziehen müssen, einfach aus dem Wasser. Level neu starten will ich nicht. Nee. Schade. Na gut, beim zweiten Durchgang weiß ich ja dann, wie das funktioniert. Was haben wir hier unten noch Schönes? Da können wir das Rädchen mitnehmen. Ah, das brauchen wir dort oben. Glaube ich. Ich nehme es einfach mal mit nach oben. So. Und dann? Hoffen, dass es nicht wegrollt. Oder? Ich brauche das ein bisschen näher hier. Ah, okay. Hab das nur als Aufstiegshilfe benutzt. Gebraucht. Hm, kann ich auch. Alt. Ich brauche das hier oben. Also doch. Dann bringe ich noch eine Schnur hier an. Hol das Rädchen nach oben, weil sonst habe ich ja keine Aufstiegshilfe nach dort. So. Und dann kann ich die Schnur hier anbringen. Halt anbringen, bitte. Und das Rad mitnehmen. So. Uah! Nicht überrollen lassen. So, perfekt. Ui, Achtung, ui, Ball. Nein! Oh, ich lebe noch. Oh, ich habe gedacht, ich werde zermatscht. Oh, Jani. Du jagst mir vielleicht manchmal einen Schrecken ein. Ohne Erinnerung. Von einem Mann und seinem treuen Hund. Das ist ein Shiba Inu. Shiba Inu sind schöne Hunde. Oh nein! Vöglein, ich rette dich. Komm her. Ich helfe dir da raus. Bitteschön. Hast du was für mich? Oh, da hängst du noch im Stacheldraht. Nimmst du mich jetzt mit? Ach, wie süß. Jani hat einen Freund gewonnen. Och nein. Kleiner Tollpatsch. Ciao, Vogel. Oh, das ist Level Ende. Süß. Oh, ich finde das Spiel so unglaublich schön. Das Spiel ist einfach mein Game of the Year 2016. So, der Brief. Egal wie weit wir uns voneinander entfernen, wir sind nie weiter als ein Wort entfernt. Warum fällt es uns dann so schwer, wenn es doch eigentlich nur eines so kleines Aufwands bedarf? Eigentlich nur eines so kleinen Aufwands bedarf. Ja. Man könnte sich öfters Briefe schreiben. Halt, falsche Richtung. Wir wollen nicht diesen verseuchten See sehen, sondern schöne, verschneite Felder. Oh, ganz viele Krähen.
Wenn die versuchen, Outnun zu überleben. Und die restlichen Körner hier rauszupicken. Das sieht komisch aus. By Airmail. Par Avion. Okay. Wir haben noch ein wenig hier aufzufüllen in unserem Poesiealbum, in unserem Fotoalbum, gemischtes Album, was auch immer. Das heißt, auf ins nächste Level.